Und herzlich willkommen wieder bei Strategy Command World at War gegen den Battlemeister und mal sehen. Die Ostfeldzug fangen ja ganz interessant an, dass die Sowjets Litauen überrannt haben und Königsberg erobert haben. Aber das hing halt auch damit zusammen, glaube ich, dass er seine Leute erstmal weggeschickt hat, weil er, glaube ich, zu schnell zu viele um Warschau hatte und halt erstmal wahrscheinlich ganz auf Nummer sicher gegangen ist und sie irgendwo hingeschickt hat und deswegen war das nicht verteidigt. Ich meine, jetzt rücken die ja auch schon alle nach. Sind ja diese kleinen Regeln, so wann man wen zu welchem Zeitpunkt einer Sowjetunion haben darf. Ich glaube, er wusste halt das noch nicht hundertprozentig und deswegen haben wir jetzt so diese etwas merkwürdige Situation. War das ein Landungsboot der Japaner? Ja. Wo will der hin? Ich meine, wir sind doch noch nicht im Krieg mit den Briten, oder? Obwohl, jetzt ist da anscheinend noch irgendwer beigetreten. Das müssen wir uns ja mal kurz angucken. Aber ansonsten ja, ganz entspannter Verlauf. Ich meine, gerade in China war es friedlich. Gut, in der Sowjetunion nicht direkt. Okay, Indochina kapituliert. Ach, Burma. Genau, die sind mit dabei. Wir blockieren den Hafen Brest, aber eher so ungewollt beinahe. Also, UdSSR ist im Krieg, also nachdem sich die UdSSR jetzt ebenfalls im Krieg befindet, ist wichtiger denn je, dass wir Persien davon abhalten, sich den Achsenmächten anzuschließen, vor allem angesichts der Tatsache, dass der Schah die Ausweisung von deutschen Spionen verweigert, die in seinem Land operieren. Achso, das ist diese Versorgungsroute. Achso, kennen wir auch schon aus War in Europe, sehe ich gerade. Ja, wir übernehmen Persien einfach. Gibt dann auch noch eine schicke Versorgungsroute, die man da durchziehen kann. Achso, die waren jetzt wegen Diplomatie neu dabei. Haben wir immerhin eine Ölquelle und jetzt haben wir hier zur Not auch eine Verbindung zum Laufen, als wir die brauchen sollten. Genau. Die haben alle schon kapituliert, weil halt ihre Hauptstadt gefallen ist. Schauen wir erstmal. Ihr passt hier auf. Die machen da weiter. Sieht eigentlich ganz entspannt aus, möchte man sagen. Sehen wir die meisten Japaner noch nicht oder sind die schon abgezogen, um irgendwie eine Offensive gegen die USA oder so vorzubereiten? Ja, überlegen. Also Industrie, Tech, die Infanterie, Waffen. Auch gut dabei. Vielleicht auch mal Befehlskontrolle gebrauchen. Und naja, ich meine, nutzen wir die Ruhephase. Geben noch ein paar Upgrades aus. Ja, China mit einer kurzen Ruhephase, wie es aussieht. Dann, was haben wir hier? Es sind tatsächlich Spezialeinheiten auf dem Boot, aber wo wollen die hin? Schon irgendeine Kolonie oder so angreifen? Ich meine, er ist ja mit England noch nicht im Krieg. Also Japan noch nicht. Genau. Können wir mal unsere australische Schiffe hier losschicken, dass sie sich das mal ein bisschen angucken, was hier passiert. Ich sehe gerade, wir haben so viele Punkte mit den Briten. Habe ich letzte Runde vergessen, was auszugeben?
Es passiert mal, aber okay, nutzen wir den Moment und bringen unsere Einheiten hier in Stellung. Falls die Japaner hier insgesamt mehr angreifen werden, den da meinetwegen auch. Na gut, dann Indien steht erstmal so gut. Ihr seid euch da bequem. So, hier sind dann langsam auch mal alle Einheiten zurück und ja, unsere Front fliegt uns hier immer mehr um die Ohren. Aber wir bekommen irgendwie ständig von allen Ecken noch Einheiten rein. Der hier kann jetzt auch mit zurückkommen. Ja, Versorgung 5, Versorgung 6. Der hier 8 ausstößt. Könnte natürlich sagen, der geht erstmal nach hinten in Sicherheit und der hier bekommt noch seine Upgrades. Ja, schicken wir den erstmal in Sicherheit. Du wirst voll verstärkt, du wirst voll verstärkt. So, hier müssen wir eben sehen. Ja, als nur gegen uns kann ich viel machen. Welche, du stehst gerade der Einheit im Wege. Ach, der Flieger hier müsste erstmal wieder. Also wie der hier, die müssten erstmal verstärkt werden. Ah ja, und die gibt es auch noch. So, allein aufgrund der Masse, die wir haben, werden wir das noch eine Weile halten. Aber ich glaube, die meiste deutsche Luftwaffe war hier und mit der wird er das wohl schon irgendwann kriegen. Aber man merkt schon, wir brauchen noch mehr Erdkampfwaffen, bevor die Bomber richtig effektiv werden. Und ein indisches HQ wäre auch nicht schlecht. Da ist einer auf dem Weg. Ja. Irgendwann nächstes Jahr. Na gut, schauen wir mal weiter. So, also hier stehen wir doch ganz ordentlich. Warte, soll ich, wir haben einige sowjetische Punkte. Ja, hier ein schöner Defensivformation. Hier auch. Du kannst auch nochmal geupgradet werden. Hier sogar eine zweite Linie, aber ich denke mal, das Core hier können wir auch schon mal nach vorne schon schieben. So, das Jagdflugzeug kann eigentlich auch noch ein paar Schritte nach vorne. Das sieht schon mal gut aus. Ja, die sind gekesselt, ohne viel Hoffnung auf irgendwas. Wenn wir jetzt in diesen Ort da reinkämen. Tun wir aber nicht wegen Kontrollzone. Also hier sieht es natürlich ein bisschen unschöner aus. Steht da gerade wirklich das Flugzeug vor unserem schussbereiten Panzer? Da sollen wir da irgendwo durchbrechen, aber da ist ja. Oh doch, wir kämen in einen Ort rein. Jetzt einfach mal hinter die feindlichen Linien stoßen, ich weiß nicht. Aber das hier will ich auf jeden Fall mitnehmen. Jetzt hat der Bewegungspunkt, aber ich meine, du kannst auch diesen Ort erstmal versuchen weiterzuhalten. Das war schon ein sehr, sehr schöner Treffer. Ja, euch geht allen die Versorgung aus, aber Hauptsache ihr gewinnt noch ein bisschen Zeit. Euch hinter Kiew kann man erstmal noch upgraden. Aber ihr könnt natürlich schauen, wie wir mit unseren schweren Panzer hier gegen den Panzer vorgehen können. Wobei, dann kommt der andere Panzer hier zur Hilfe. Und dann geht es auch unserem schweren Panzer schnell schlecht. Aber trotzdem, das hält seine Panzer erstmal hier drüben und die können auch nicht tief an die Ukraine vorstoßen. Also ich denke mal, das passt schon. Wenn wir der sich zu. Ah, wenn wir jetzt nach. Geneigt zu versuchen, ob wir den schlagen können.
sogar in deinen Ort zurück. Weil das wäre nochmal ein Erfolg. Der ist auch nur ein schlechter Versorgungsgegend. Ach, was ist denn das? Müssen wir jetzt sogar den aus Lemberg nehmen? Und wir müssen auch noch hoffen, dass es reicht. Wir könnten es mit dem versuchen. Ich will den jetzt haben. Der Lemberg, er hat Artillerie stehen, der geht eh nächste Runde drauf. Aber wo fährt denn der jetzt noch hin? Ja, Skiev hat schon angegriffen und jetzt kommt wirklich keiner mehr ran. Gut, du könntest natürlich diesen Ort aufgeben und dahin fahren. Ich hoffe mal, wir kriegen ihn noch nächste Runde. Dann müssen wir hier ein bisschen bauen. Der hat einen hohen Verschanzungswert, aber ich will trotzdem eine Armee in der Stadt sehen. Ja, ansonsten, also die brauchen die Upgrades. Gut, komm, wir verteidigen auch hier. Versuchen sie hier direkt aufzuhalten. Du kannst ja auch nochmal mit nach vorne kommen ein bisschen. Das wird schon... Ah, da haben den Bomberg, der vielleicht. Ich sehe gerade am Rande, du kriegst noch ein Upgrade. So, und der kann aus Versorgungsgründen eigentlich auch näher ran, aber obwohl die haben hier vorne ihre 10, die auch, kann der auch doch lieber weiter hinten und in Sicherheit stehen. Ich denke mal, das wird so für den Moment halten. Die Finnen haben ja nun auch noch nicht zu viel Ärger gemacht. So, U-Boote und das Ganze ist. Ganze Kram hier. So, ich glaube, es waren ja welche auf der sowjetischen Linie, genau. Da können wir die mal ein bisschen jagen. Wenigstens so ein bisschen. Aber ansonsten auch hier schauen, ob im Zwischenbereich noch irgendjemand ist. Du musst ja nicht mehr den Hafen blockieren. Du kannst vielleicht selber an einen zurückfahren. Ansonsten, du fährst auch immer hier jetzt aber in den Hafen zurück. Du solltest dir noch einmal auftanken und kannst auf die Linie zurück. So. Dann haben wir noch euch hier drüben. Du brauchst noch Upgrade und Verstärkung. Ja, man sieht auch. Ja, ruhig aus. Du kannst noch ein bisschen neben der Linie suchen. Scheint aber keiner zu sein. So. Was hatten wir dann neu? Okay, ein australisches Korps. Hier noch zwei US-Schiffe. Brauchen wir vielleicht eher gegen die Japaner. Ein sowjetisches Korps. Du kannst hier mal mit herkommen. Den nächsten indischen Bomber. Ja, doch alle Upgrades und alles braucht. Dann kauft ihr gleich mal die nächsten Bomber und dann habt ihr alle. Und wenn alle da sind, müssen wir noch euer HQ dahin bringen. Das dauert alles noch eine Weile. Technologie. Wir könnten... Erdkampfwaffen wären natürlich mal was. War auch die amphibische Kriegsführung, die ist vielleicht insgesamt gesehen wichtiger, wenn man mal irgendwo landet. Ja, aber wir können ja sonst für nächste Runde sparen, die Erdkampfwaffen. So, USA. Und Produktion höher. Weiterentwickelten Panzer. Oh, und dann seid ihr eh wieder am Limit.
Sowjetunion. Man fragt sich immer, 125 Punkte, was war nochmal fertig geworden? Letzte Runde? Ist gerade nicht, aber auf jeden Fall einen Luftkrieg könnten wir auf Dauer mit denen auch gebrauchen. So, und die anderen sind erstmal pleite. Soll ich natürlich noch eine Einheit zurückkaufen. Eine britische Armee wieder, ich meine, warum nicht? Hätten wir auch mal wieder einen in Großbritannien, falls es hier doch nochmal irgendwie was passiert. Na gut, USA machen sich bereit. Mal sehen, ob das Landungsboot, was das anstellt. Dann würde ich sagen, sind wir bereit für den nächsten Zug. So, der Konflikt in Asien hat sich ausgebreitet und die japanischen Truppen haben nun die Kontrolle über Indochina. Dadurch sind unsere Nachschublinien unterbrochen. China könnte den Krieg verlieren, wenn wir nicht die Alternativroute durch Burma von Rangoon via Mandalay und Lashio nach Kunming verwenden. Achso, eine neue Nachschubboote für China. Ja, da senden wir Nachschub rüber. Invasion Persiens, jupp. Bisschen mehr Öl für die Briten. Ah, Logistik für die Sowjets. Die Briten sind schon so reich inzwischen. Finde ich eigentlich so viele Punkte. Okay, die USA werden auch reich, aber die hauen halt massenhaft raus für die anderen. Na gut, dann würde ich aber an dieser Stelle auch erstmal wieder sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Guckt auch beim Battlemeister mit rein und dann bis zur nächsten Folge. Bis dann.